Kärnten läuft nun Alpe Adria. In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentierten die Organisatoren der größten Laufveranstaltungen im Alpe Adria-Raum einen neuen gemeinsamen Laufcup. Dabei bilden der Europamarathon Triest, der Kärnten-Läuft-Wörthersee-Halbmarathon und der Laibach-Marathon eine internationale Wertung. Drei Länder, drei Kulturen, eine Laufinitiative. Und somit hat man wirklich die Möglichkeit, bei allen drei Veranstaltungen mit dabei zu sein. Und das ist unser großes Ziel. Für den Organisator des Triest-Marathons Fabio Carini ist es ein historisches Ereignis, sportlicher, wirtschaftlicher und kultureller Natur, in der drei Länder an die 50.000 Laufbegeisterte zusammenbringen. Urška Konča vom Laibach-Marathon begrüßt vor allem die völkerverbindende Idee, die sich längerfristig nicht nur auf das Event und den Sport, sondern in allen Belangen ausbreiten soll. Der Run Alpe Adria Cup bedarf keiner zusätzlichen Anmeldung. Teilnehmer aus Slowenien, Italien oder Österreich werden automatisch im Cup gewertet. Drei verschiedene Kategorien, wo man ein Preisgeld erringen kann. Die Kategorien hängen jetzt direkt mit den Distanzen zusammen. Das heißt, in dem Sinn gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich laufe dreimal den Halbmarathon, bei jeder Veranstaltung einen, ist die Bronze-Kategorie. Ich laufe zweimal einen Halbmarathon und einmal einen Marathon, der dann wahlweise in Triest im Frühjahr oder in Laibach im Herbst sozusagen zu laufen wäre, ist dann Silber. Oder die Königsdisziplin, die zwei Marathons in Triest und in Laibach und den Halbmarathon in Kärnten. Insgesamt werden dafür Preisgelder in Höhe von 8.600 Euro an die erfolgreichsten Läufer ausbezahlt. Die Siegerehrung findet bei der Abschlussveranstaltung beim Laibach-Marathon statt.